Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grave Encounters. Psychiatrische Kliniken wurden als eine Art Verwahranstalt für peinliche Familienmitglieder angesehen und nicht als ein Ort, an dem ihnen tatsächlich geholfen werden sollte. Viele von denen waren sehr, sehr gestört. Es war wirklich furchterregend. Ich schwöre bei Gott, dass ich da am Ende dieses Flures eine Gestalt gesehen habe. Er hat geschworen, dass ihn etwas von der Leiter geschubst hat. Also sehen Sie dieses Fenster hier? Ich mache das abends immer fest zu. Aber wenn ich morgens komme, dann steht das Ding manchmal weit offen. Heute Nacht werden meine Crew und ich mit Hilfe unserer hochentwickelten Geisterausrüstung unumstößliche Beweise sammeln für die Präsenz von Geistern, die zu Lebzeiten schwer gestört waren und es nach ihrem Tod womöglich auch noch sind. Ist in diesem Moment jemand bei uns? Fuck, was war das? Hier ist irgendwas eigenartig. Habt ihr das gesehen? DC, läuft die Kamera? Ja. Ich will das hier alles dokumentieren, denn wenn wir wieder raus sind, müssen die Leute es erfahren. Matt und Houston sind weg. Wir drei sollten unsere Kraft darauf verwenden, wiederzufinden. Und wo kommt er? Was? Das ist was da drüben, mein Mann. Wo steckst du? Hey! Wer sind Sie? Was machen Sie hier drin?